Pünktlich um 17.07 Uhr sind die jungen Leute der KJG Eichach in ihr Projektwochenende gestartet. Mit viel Schwung, guter Laune und Tatendrang. Und den brauchen sie auch, denn sie wollen in 3 Tagen eine Menge auf die Beine stellen. Vorbereitungen sind hier das A und O. Deswegen wird erstmal tüchtig geplant, organisiert und getüftelt. So eine Gruppe kann wahnsinnig dadurch zusammenwachsen, da können Fähigkeiten freigesetzt werden. Es ist auch toll, mal an eine Herausforderung zu kommen. Es ist auch toll, mal ein kleines Problem zu haben und dann das lösen zu können vor Ort. Und dadurch wächst die Gruppe auch zusammen. Also es ist ein einmaliges Erlebnis, es fördert die Gruppendynamik und ich denke, der Spaß steht auf jeden Fall im Vordergrund. Und das ist auch nicht zu übersehen. Ziel ist es, den Garten auf Vordermann zu bringen. Außerdem soll eine Rutsche in Betrieb genommen werden. Dafür muss jede Menge Erde unter die Rutsche geschafft werden, um sie steiler zu machen. Und das alles für die Kinder des Waldorf-Kindergartens in Eichach. Das ist natürlich ganz eine tolle Sache, wenn so viele junge Leute mit anpacken und dann das Ganze und wirklich was entsteht. Wie finden Sie es? Ich finde das Engagement toll, dass 3 Tage junge Leute kommen und in der Gemeinschaft für uns ganz viel machen. Und so ist die Aktion wirklich für beide Seiten ein großer Gewinn. Für den Kindergarten in Eichach und auch für die jungen Leute der katholischen Jugend.